Hey Freunde, was geht? Euer Wizard. Ah. Ich sitze gerade auf meinem Sack, auf meinem Sitzsack. Und auf jeden Fall heute gibt es Psycho-Geschichten, Kurzgeschichten. Und zwar die, die sich zwischen den Stimmenausbruch bis zum ersten Mal Mauer hingezogen haben. Also ich bin ja ziemlich früh in Krankenstand gegangen, wie ich die Stimmen gehört habe. Ich habe natürlich auch mit den Stimmen ein bisschen gearbeitet, also in meiner alten Arbeit. Und da habe ich schon so Tests bestehen müssen und so. Und das habe ich natürlich gemacht, auch wenn es ein bisschen verrückt war. Nicht immer, manchmal habe ich mich gesträubt, aber weißt du, wenn Gott mit dir redet, dann sträubt man sich nicht lange. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wie ich dann mal zu Hause war, das war eine besondere Nacht, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber auf jeden Fall habe ich mein erstes Mal Aliens getroffen. Also ich habe es nicht wirklich getroffen, sondern in meinen Kopf gehört. Weil am Anfang habe ich ja nur mit Gott geredet, mit einer Stimme. Und dann ist es so weit gekommen, dass dieser Gott, weil eigentlich hätte ich ja auf ein Todes-Kamikaze-Kommando gehen sollen gegen irgendein böses Wesen. Das ist ganz witzig, weil da hat mir die Stimme dann am Schluss verraten, dass ich nur gegen dieses Wesen kämpfen habe sollen, dass ich die Kampfstrategien davon rausfinde und dann ein anderer dieses Wesen besiegen kann. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich den Gott erklärt: Digga, du bist Gott. Mach's weg. Mach's einfach weg. Mach's selber. Du hast mehr Kraft als einer von uns. Und jo. Im Endeffekt ist nie zu diesem Kampf gekommen, weil das nur hier drin war. Aber irgendwie krasse Geschichte auf jeden Fall. Auf jeden Fall gehen wir weiter zu den Aliens. Das war, glaube ich, nachher. Na, da war ich schon einmal in Mauer, doch. Da war ich schon einmal in Mauer. Auf jeden Fall, die Aliens habe ich ziemlich bald gehört. Auf jeden Fall waren da ganz verschiedene. Gott hat quasi Aliens um Rat gefragt und sie zu als Gott dargestellt, dass mich zum Beispiel Sachen machen lassen haben, wie mich im Bett, ich bin einmal im Bett gelegen und die haben mich einfach verflucht und ich habe wirklich die Schmerzen gespürt. Und das sind ganz krasse Geschichten auf jeden Fall. Die Aliens, da hat sogar einen Penisfresser-Alien gegeben. Ganz verrückt, ich weiß nicht, was mit meiner Psyche los ist, vielleicht bin ich einfach gaga. Auf jeden Fall, jo, eines Tages habe ich sogar, bin ich raus zum Spielplatz gegangen, habe in den Mond geschaut, zum Mond, und da hat mir die Stimme nämlich erzählt, dass das gleich explodiert oder implodiert oder irgend so ein Scheiß. Auf jeden Fall geht es mir schon am Arsch. Die ganzen Schizo-Geschichten. Ich meine, ich erzähle es gern, weil es eine Aufarbeitung ist. Auf jeden Fall, ich erzähle es einfach mal weiter. Ich habe dann immer wieder sagen müssen, irgendwas hat es mir vorgesagt, ich bin Gott und ich beschütze die Erde um jeden Preis und so weiter. Das habe ich so lange gemacht, bis meine Mutter mich dann geholt hat, weil ich mitten in der Nacht einfach weggegangen bin. Auf jeden Fall war das ziemlich krass. Ich muss jetzt ein bisschen entspannter. Ah, mein Subwoofer hat mir wehgetan. Auf jeden Fall, ich mache mir entspannt, ich chill mit euch ein bisschen und erzähle euch die Geschichten. Auf jeden Fall. Ja, die haben mich dann geholt, meine Mama, und ich bin im Zimmer, habe ich noch weiter so, weil ich unbedingt die Erde retten wollte und so. Und dann bin ich halt fast ohnmächtig geworden, weil ich überhaupt keine Kraft mehr gehabt habe, die ganze Zeit so Psychospielchen von der Stimme her und so. Und jo, das war ziemlich kacke. Und jetzt noch eine andere Geschichte, und, ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, aber die Stimme hat mir gesagt, es wird gleich eine riesige Explosion geben. Und da habe ich eine ganze Nacht lang auf Stufe 100 French Chord, Drum and Bass und so gehört, dass mein Trommelfell nicht zerplatzt. Das muss man mal checken. Ich höre so laut French Chord und irgendwelche lauten Lieder einfach, damit mein Gehör nicht zerplatzt. Und dafür habe ich ein echt gutes Gehör noch dafür, wegen dem Scheiß. Also die Stimme hat mir schon genannt. Richtig viel Scheiße. Und jetzt bin ich stark. Und zwar hier oben. Und alles cool, alles cool.
Ja, das mit Deutschland habe ich noch nicht gemacht, das wollte ich im Greenscreen machen. Ist mal ein bisschen anderes Thema, weil das war heute zu stressig. Ich habe von meinen Verwandten Besuch bekommen und das eigentlich mache ich um 6 immer die Videos und heute habe ich überhaupt keine Zeit gehabt und gestern habe ich auch nicht gemacht, weil ich die ganze Zeit mit meinem iMac rumgeschissen habe. Ich habe Windows, ich habe 500 GB bei Windows gehabt und ich wollte 1 TB haben, da muss man natürlich dann den iMac, muss man die Partition löschen und dann habe ich es neu installiert, dann habe ich es aber falsch installiert, dann hat es die Grafikkarte nicht erkannt und so weiter und so fort. Im Endeffekt habe ich den ganzen iMac, auch Mac OS neu aufgesetzt, das hat auch viel Zeit in Anspruch genommen, super geil, auf jeden Fall, jo, jetzt läuft er wieder. Darum habe ich gestern das Video nicht machen können, weil ich habe nicht meinen Computer zur Verfügung gehabt, mein Laptop hätte es machen können, aber morgen nicht. Auf jeden Fall, so könnte ich einmal einen Livestream machen. Das ist richtig geil, weil dann kann ich da einfach so chillen da mit meinem Sitzsack. Richtig geil. Wenn ihr einen Livestream sehen wollt, geht's auf Twitch, tut es gleich followen, x_wizard_x. Ich werde es euch verlinken, kommt drauf. Wenn ich mehr Leute hätte zuschauen, dann würde ich regelmäßig streamen. Und jo, da können wir mal entspannte Schiedsergespräche machen, weil in YouTube werde ich jetzt, glaube ich, nur mit den größeren Geschichten, an die ich mich wirklich erinnern kann, erzählen. Aber jo, das war es eigentlich schon wieder. Ich hoffe, es geht euch mega geil. Ich hoffe, euer Jahr verläuft gut. Am besten immer bergauf. Da habe ich euch schon mal erklärt, was sehe das da. Dass man oben bleiben soll über der Nulllinie, alles cool. Mir geht's persönlich gut. Nächste Woche bin ich im Mauer für 2-3 Monate, glaube ich. Und jo, werde ich wieder viele interessante Leute kennenlernen, kann natürlich auch ein bisschen Werbung machen. Auf jeden Fall alles cool bei mir. Mir geht's gut, ich hoffe, euch geht's auch gut. Und jo, lasst die Woche. Macht das, was euch gut tut. Wenn ihr arbeiten seid. Macht's, was wollt's. Hauptsache, es geht euch gut dabei. Auf jeden Fall, das war's wieder mit einem Wizard. Schöne Woche wünsche ich euch allen und Peace out.